Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 in Frühling. Ja, aber nicht mehr im Frühling, sondern auf der Frühling, weil wir haben ja schon August. Ja, ne, wir haben ja gesagt, beim nächsten Mal spulen wir so lange weiter, bis wir erntereife Sachen haben. Ne, Minchen? Ja. Und ja, die Minchen hat halt keine Lust, Hallo zu sagen. Jetzt ist es soweit. Was habe ich? Die Minchen hat heute keine Lust, Hallo zu sagen. Hallo, Leute. Ja. Ich schloss dich nur immer als Ausreden. So, und wie ihr seht, schön alles Raps erntereif. Die Mine hat was zu tun, die kann arbeiten. Na, das heißt, Drescher auspacken, Anhänger mitnehmen. Ich wollte eigentlich das Grasfeld machen. Wolltest du nicht Dresche? Okay, dann machst du das Grasfeld. Ich werde jetzt erstmal Sachen verkaufen. Weil wir haben nämlich gar kein Geld mehr. Dann haben wir nur noch 1000 Euronen. Das ist schlicht. Und ja, wir müssen sehr viel wegfahren. Das heißt, es wird jetzt erstmal viel gemacht werden. Ne? Wir wollen dreschen, müssen Weizen wegfahren. Wir müssen Sachen mal in die Produktion fahren, weil wir haben en masse Wolle. Ja. Ne? Und auch en masse anderes Futter und ja, Salat, Tomaten haben wir en masse. Hab nichts verkauft die ganze Zeit, hab nur gekauft, ein bisschen Weizen noch kaufen muss, weil das Weizen doch fast nicht mehr gereicht hätte. Ja. Jo, und jetzt haben wir halt ein bisschen was zu tun. Ich muss erst mal meine ganze Sache wiederfinden, weil die alle weggekommen sind. Ja, man muss ja aufräumen, ne? Kann ja nicht alles rumstehen lassen. So, eigentlich soll ich die Eier jetzt schon mitnehmen oder so? Nein, ich mache erstmal die Produktion, ne? Aber die Wolle auch. Hatte doch ein Mähwerk, oder bin ich? Ja, das hast du hier hinten in das Gebüsch reingeschmissen. Ah, okay. Da, wo der Misthaufen ist. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja. Ja, falls ihr gestern den Livestream noch sucht, mir ist ein kleines Missgeschick geschehen. Ich habe aus Versehen einmal zu schnell geklickt gestern Abend und ja, da ist mir leider Gottes passiert, dass der Livestream gelöscht ist. Das tut mir sehr leid. Ja, kann mal passieren, ne? Sollte zwar jo, nicht, so großartig, aber nichts verpasst, alles gut. Sollte zwar nicht, aber naja, tut mir sehr leid. Hand über mein Haupt. Ah naja, ich bin auch nur passiert. Menschen. Ich bin auch nur ein Mensch, ne? Fehler sind menschlich, sagt man ja. Ja. Wie ihr seht, ich bin... Kann nur passieren, aber... Jo. Ist jetzt auch kein Weltuntergang, wie gesagt. Ja, morgen geht's weiter mit unserem Roleplay. Seid schon mal gespannt. Ich und die Mine tüfteln schon wieder was Schönes aus für euch. Ihr seid ja fleißig am Gucke. Es hat ja schon wieder schön gut viele Likes und Aufrufe hier gekriegt. Das freut uns. Und gleich vorab, bevor irgendwie, ja, irgendwas aufkommt, bitte. Wir haben nie gesagt, es machen keine Leute mit oder sonst irgendwas. Wir müssen uns bloß selbst erstmal drin finden. Und dass in dem Projekt eher schon mal so ein bisschen klarkomme. Aber es wird nie gesagt, dass Kenner mitmachen kann und. Ja. Wir sagen es mal so. Für diese Karte, ne, ist das ein Roleplay zwischen mir und der Mine. Weil auf dieser Karte, Leute, jetzt mal ohne Scheiß, ist die Pennsylvania-Karte, weil wie viele Leute sollen da mitmachen? Das Ding ist nicht groß. Deswegen. Und wenn wir da richtig klarkommen, dann kann man immer mal sagen, er startet noch ins oder keine Ahnung. Genau, wir haben ja gesagt, wir machen das erstmal als Probe. So. Und wir können ja hier, ne, aus Frühling auswandern und dann irgendwann auf eine größere Karte gehen, mit mehreren Leuten Roleplay machen. Aber dafür muss man auch erstmal ein Team finden, dem man vertrauen kann. Okay, und das ist nicht einfach. Das ist meine Meinung. Ja, definitiv. Ich nehme da keine Leute mit drauf, wo ich keine Ahnung nicht weiß, wie die ticke oder Schluss. Keine Ahnung, wenn sie dann doch keinen Bock mehr und dann
ja, sagen so, oh, das ist mir doch zu blöd. Genau. Oder es kriegt andauernd jemand dazwischen, weil da brauchen wir dann schon einen Druck. Und es funktioniert einfach nicht. Deswegen, ja, locker. Irgendwann kommt er da und dann müssen er halt schön viele Abos geben und vielleicht passiert das bei den 500 Abonnenten. Wer weiß, wer weiß. Jo. Aber davor müssen wir schön abonnieren. Genau, so schaut's aus. Ja, auch was wir tun. Tun. Ah, die Mine hat, ne, also ich habe gleich auch viel zu tun. Ganz viel Raps, das wird verkauft. Und dann werden alle Felder wieder angesät mit Weizen diesmal, weil wir brauchen ein bisschen Futter, weil nach dem Weizenfiasko ist ja, wenn wir zwar kein Weizen mehr ernten können, aber für nächstes Jahr dann, ne? Ja. Wenn wir das hier nochmal kaufen, deswegen machen wir hier ein bisschen Geld, dass wir noch irgendwas an kaufen können. So. Achso, nee, das ist falsch. Das ist kein armes Mann. Da geht's nicht ab. Los. Das war das, wo ich loswerden wollte. Ja, das ist die Schreinerei, warum kann ich da keine Wolle abgeben? Und bitte Leute, macht mir ihr Gefallen. Entweder abonniert uns und bleibt dann oder lasst es komplett bleiben. Und dann, ja, bevor ihr andauernd abonnieren, deabonnieren, deabonnieren. Jo, und wetten. Das ist mit der Zeit echt Schreinerei auch gegeben, was eine Scheiße. Zuckermühle. Jetzt echt die Schreinerei anstatt die Schneiderei. Ey, oh, Schreinerei. Oh, bin ich blöd. Spinnerei. Muss ich ja hin. Ja. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, verkauft und dann... Nee, ich hab nicht die Schreinerei gekauft. Ich bin zur Schreinerei gefahren. Ach so. Obwohl ich zur Spinnerei muss. Die Spinnerei gehört uns ja. So, die ist auf der ganz anderen Seite. Naja, aber ich will wenigstens schon mal einen Titel für mein, also für unser Video. Was denn? Ich nenne das, wenn Timo mal richtig lesen könnte. Tja. Ja, ich schreibe nebenbei, deswegen fahre ich gerade in die Botanik. Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, ich weiß nicht, ob ich mir das merken kann bis zum Ende des Videos. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, wie unfair. Guck mal an, wie base die wieder zu mir ist. Ich bin doch gar nicht base. Und da wundert sie sich, warum sie so im Livestream geärgert worden ist. Tja. Irgendwann lässt sich die Mine nicht mehr ärgern. Ah, jetzt geht's. Mine hat Geduldsfaden, aber irgendwann ist der auch ganz, ganz klar. Was, Mine hat einen Geduldsfaden? Ja. Wo schon den her? Der ist mega strapaziert. Das habe ich gehört. So, also, Stoffe werden produziert, ne? So, dann fahren wir mal wieder zurück auf den Hof. Ja, wie gesagt, nicht auf dem Hof, sondern hinten hin. Und dann werden wir jetzt mal Sachen verkaufen. Die... Wir mal an das... Und sowas. Lass mal gucken, wo ich langfahren. Weg da oben. Rechts und dann hoch vorbei und dann bin ich bald da. Dafür, dass das so eine kleine Karte ist, muss man ganz schön viel fahren. Ja. Ab.
Mine macht schon. Was machst du denn, Heu oder Gras? Weiß ich noch nicht. Bin ich mir noch nicht sicher. Ich mache hier jetzt Geld und Money für das eine Grasfeld noch zu kaufen. Vielleicht haben wir da noch genug für. Was wir dann zwei Grasfelder haben. Also wie gesagt, kannst du ruhig Heu machen, ne? Das fressen alle. Ja, werde ich denke ich auch machen. Waren. Abstellen und los geht's. Erstmal die Tomaten weg. Was kriegen wir denn da? 500 ins Kio. Ah, das ist gleich hier oben, das ist nicht weit. Ja, ich weiß, normalerweise macht man das alles mit der Palettengabel und man hebt sie ja nicht an, aber das ist mir egal. Ich habe jetzt keine Lust, das alles mit Palettengabel zu sehen, machen, weil ihr wollt ja auch noch ein bisschen mehr sehen, wie ich 20, 30 Minuten lang hier mit einer Palettengabel rumeier. Denke ich mir mal. Ja, wäre sinnvoll. Wie geht das mit dem Heu? Im Zwei sonst schon Heu gemacht. Nie Heu gemacht? Nee. Okay. Wenden. Und dann ist das automatisch schon. Dann ist es, wenn es automatisch, wenn du es gewendet hast, wird es automatisch schon. Das ist ja einfach. Ich hab gedacht, wohl in der Spiel oft mal das Wenden muss. Nee, das ist nicht Mais Plus oder. Und vielleicht dann erst noch. Mais Plus mal. Mais Plus da ist. Weiß ich nicht. Es gibt ja dann sowieso weitaus mehr Futter. Ja, wird dann mal Zeit, ne? Oder so machen kann. Ich habe so gelesen bei Schweinen, so Saftfutter und so. Weil ich irgendwas mal nebenbei sehe bei einem Stream. Wird wieder schon geil werden. Ja, Mais Plus habe ich immer bei meinem Pflichtprogramm bei mir. Sowieso. Nur so ein Precision Farming. Da haben manche übrigens nicht, aber ich habe damit kein Problem. Nee. Ja, oh, da verkaufe ich ein paar Tomaten. Ja, Tomate gibt aber nicht so viel wie Salat. 1500. Okay, geht hier doch. Ich stapel hier gerade hier. Und danach kaufe ich Salat. Da. Anketten. Oh, 8 Tonnen. Ein bisschen was gibt's. Was kostet denn das? Ah, es wird 69.520 Euro müssen. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Ja, irgendwie schon. Werde ja auch noch ein paar Hühner verkaufen. Weil davon haben wir auch en masse. Von den Älteren. Die gibt es auch nochmal 1000 oder 2000 Euro. Ne? Dann die Eier von denen noch. Das sind ja auch 4 Paletten. Sind auch schon mal 4, 5000 Euro. Hoppala, muss ich aufpassen, dass ich im Graben fahre. Gesundheit. Danke. So. Geh doch jetzt dran. Und rein da mit dir. Da. Guck mal da oben. Hä? Rechts oben. Geld zieht. Ah, okay. Cool.
das läuft ganz schön. Das gibt gut was an Tomaten. 12.000. Das ist doch gut. Wie nix. Warte mal ab, bis die erste Wolle gemacht ist. Gibt denn überhaupt nicht Wolle? Das auf Tonne 7.000 Euro. Mehr überhaupt, wenn da? Warte, ich guck mal. Ja. Er müsste irgendwo in irgendeiner Scheune stehen. Ah, ich glaube, ich sehe ihn. Oh, dieses Mal habe ich nur verkauft, ne? Das heißt, beim nächsten Mal, also ist noch nicht vorbei, aber das nächste Mal werde ich, nächstes Video werden wir dann dreschen. Nur noch 4 Minuten, aber ich denke, Kaffee muss noch die Eier mit aufladen, ich stifte einen Salat, das wird nicht viel sein. Das sind 4 Palette. Irgendwelche noch hochkommen, Eier aufladen, weil Salat haben wir zwar. Aber damit kriege ich den Hänger nicht voll. Stellt euch das einfach vor, als ob ich automatisch, also Autoload bin und ja auch nicht giftig, weil ich das alles mit da. So, wenn sie giftig sind, sollen sie weggucken. Nein, sag ich doch so. Einfach vorstellen, als ob ich Autoload wäre. In Autoload geht das auch Auto. Braucht man auch keine Palette. Die Miene, heute die zickige Miene. Nö. Ganz geweckt. Ich hab sie geweckt für ein Video. Ja. Wenn wir heute so den halben Tag unterwegs sind, müssen wir ja ein Video aufnehmen, ne? Ne, ich habe auch schon den ganzen Tag mit der Kupfel. Ganze Tag. Ich habe eigentlich Hoffnung gehabt, es geht weg, wenn ich mich nochmal heile, aber naja. Hat mir was geschissen. Krieg ich. Ich mach bald ein Dauerabo. Bauernmarkt in Kopfschmerzeritis. War Abo in Kopfschmerzeritis. Ja. Das ist Logik von Mine, die musst du nicht verstehen. Die verstehe ich auch nicht. Dann kommen wir zurück, weil dann werde ich die Eier holen. Dann kriege ich 3.000 für das Ding beim Restaurant. Okay. Sind aber nur 4 Palette, ne? Ja, das reicht doch. Ja, dann 6 Tonnen. Uhr, da 6. Ob wir das Grasfeld holen können? Das ist, ach ja, müssen wir schauen. Wenn nicht, müssen wir ein klar anderes Grasfeld holen. Jo, warte mal ab. Locker und flogisch. Oh, alle Eier kaputt. Was? Ja, wir sind gerade eine ganze Palette Eier runtergefahren. Sind die jetzt echt kaputt? In. Ich hab schon gedacht, geht das jetzt auch oder was? Nein. Ist eigentlich gewiss, dass wenn man im Traktor hockt und du die Shift-Taste drückst, dass du zoomst. Dass du was? Zoomst, wenn du im Traktor an... die Innenansicht vom Traktor hast und dann die Shift-Taste drückst, dann zoomst du. Keine Ahnung, ich fahre nie Innenansicht. Achso. Ich habe gern meine Umgebung im Blick. Ja, das hast du ja auch hier, musst du nur rumgucken. Nee, aber das ist mir dann alles zu schnell. Gibt ja auch extra sowas, wo du den Schmutz, das muss ich mich mal angucken, das will ich auch mal machen. Wo du dann, wenn du deinen Kopf bewegst, ne? Mhm.
dass du auch den Kopf dann im Spiel bewegst. Okay. Dass du so rumgucken kannst, wenn du in Ansicht warst. Das muss ich mir mal gucken, wie das ist. Was das ist und allem. Wenn das jemand mal weiß, was das ist, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Das würde mich interessieren. Das habe ich mal bei einem YouTuber gesehen. Und das wird mich echt mal interessieren. Ja. Und ob das was ist. Ja, jetzt geht's weiter. Oh doch, könnte hinhauen. Ja. Könnte hinhauen mit dem Geld. Angel. Oh, guck doch mal. Ja, schon bei 40.000. Das hat jetzt eine 30.000 Gap. Deswegen, die Hühner würde ich jetzt nicht verkaufen. Naja, die verkaufe ich auch nicht. Das gibt viel Geld. Die leben gut. Ja, machen wir, wenn wir Raps machen. Ne? Und das noch verkaufen. Und dann haben wir genug für die zweite Parzelle mit dem. Oh, Gras. Was geben denn die Pferde? Die schon fit zum Verkauf? 580 Euro. Gibt einen Reittrainer, ne? Okay. Wo dann die Pferde reitet auch. Ja, wenn man aber zwei hat, finde ich, braucht man das. Ja, ich weiß. Selbst bei mehrere, wenn du, du brauchst eigentlich nur so 15 Minuten, wenn überhaupt, dann ist das Thema erledigt. Ja. So. Müsste ich ja alles eigentlich an. Mal. OW, passen wir da durch? Ah ja, passen. Ja. Brauchen wir erstmal nicht mehr. Das Zeug sammeln wir jetzt erstmal wieder. Ja Leute, das war's schon von heute. Ruckizucki ist die Zeit immer rum. Ja. So 20 Minuten ist nicht lang. Ja, 20 Minuten jetzt. Das nächste Mal werden wir dann ernten. Und, ich werde hier mein Heu weitermachen und ich werde dann entweder Presse oder Insammeln schwissen. Ja, hier gibt es ja schon gut was. Dann muss die Mine wieder das Feld düngen. Mhm. Und dann gucken wir mal, dass wenn wir genug Geld haben, wir uns dann das eine Grasfeld hier holen. Es ist dann das hier. Wollen wir uns dann holen? Das kostet 69.520, weil wir wollen ja keinen Kredit, ne? Wir wollen ja nicht vom Kredit leben. Jetzt ernte ich dann immer ab und dann mache ich das auch komplett platt und ja, sehe alles. Genau, das ist dann das hier. Ist ja auch schön erntereif. Und das ist schön groß, da kann man gut was runterholen. Klar könnten wir auch das hier nehmen, aber da ist Zaun und was ist ich und das ist nicht so groß. Und, ich will das gerne das große haben. Genau. Mit den Bäumen da. Richtig, und da fehlen uns Mitte. Jetzt noch 25.000 und ich denke, wenn man Raps gibt, genug Geld. Raps, was gibt denn Raps? Boah, 1.600 Euro. Da haben wir ja noch ein bisschen was von den Stoffen. Wird schon gehen. Deswegen schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ja. Bis dann, Leute. Like und Abo nicht vergessen. Bye, bye. Genau. Ciao, ciao.